So, Freunde, willkommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben letztes Mal den Donnertempel abgeschlossen. Ich finde die Barbaren sieht auch schon irgendwie lustig aus. Genau, wir haben den Donnertempel abgeschlossen. Das heißt, Gerudo ist fürs Erste auch wieder sicher. Und jetzt gab es ja in Schloss Hyrule so ein paar komische Aktivitäten, wo auch Zelda wohl mit beteiligt war. Allerdings müssen, also wir sollen halt ins Schloss und sie retten. Allerdings wird sie da nicht sein, das weiß sie doch jetzt schon. Aber vorher, also ich würde das gerne noch mal kurz aufschieben und noch mal so eine kleine Nebenmission Folge machen. Was ich gemacht habe, ich habe mal ein bisschen off Sonanium wieder gesammelt. Ich habe wieder eine Batterie mehr und Momo überlegt schon wieder, wie er mich abpacken kann, wie er hier sitzt. Momo, bitte nicht. Der geht immer. Momo geht in letzter Zeit immer auf meinen Kleiderschrank rauf, obwohl er genau weiß, dass er da nicht hoch soll. Und dann springt er vom Kleiderschrank aus auf das Regal, wo mein Fernseher steht und fegt den Fernseher halt dabei fast um. Und dann kriege ich immer so ein bisschen Schiss. Naja, gut. Genau das habe ich gemacht. Und ich habe ein bisschen gekocht, weil ich habe mir hier wieder ein paar Markierungen gesetzt. Das meiste sind Schreine. Also ich würde heute schon gerne versuchen, ob ich alle Schreine hinkriege, dass ich dann noch genug Segenslichter habe, noch für ein hier. Zählt mir der Name nicht ein. für ein Herz oder für einen Ausdauercontainer. Zwei Nebenaufgaben habe ich mir markiert. Das wäre einmal hier ein Kakariko. Das ist das letzte Mitglied von diesem Ensemble. Ensemble zügellos. Dann können wir nämlich auch in Bezug darauf hier die, ja, genau, die letzte große Fee rauslocken. Und hier oben noch, da ist das Jägerversteck. Da will ich rein. Dafür brauche ich alle Teile der Rüstung. Und so wie ich das verstanden habe, also laut meinem schlauen Büchlein, ist der letzte Teil der Rüstung, ich weiß gar nicht, wie wir den jetzt schon holen kann, ich hoffe es, ist die letzte Rüstung irgendwo hier beim Tempel der Zeit. Also hier muss ich dann mal gucken. Hier soll irgendwo die Hütte sein. Die kennt man aus Breath of the Wild, die Hütte. Da war nämlich der alte Mann drin, der einen so durchs Tutorial begleitet. Also die sollte hier in der Gegend sein. Und das ist jetzt halt auch ein Jägerstützpunkt. Und ja, da könnten wir halt noch hingehen und den letzten Teil holen. Ich weiß gar nicht, ob mir das halt markiert wird, wenn ich die Aufgabe annehme. Könnte auch sein. Die Miezen prügeln sich. Ich lieb's. Und was ich noch halt für mich mir vorgenommen habe, ich würde gern noch mal hier zu. Leute. Ich würde gern hier noch mal zu Marlons Quelle hoch, weil ich habe ein paar Sachen gekocht. Das mache ich, glaube ich, auch direkt als erstes. Ich habe ein paar Sachen gekocht, womit wir unseren Prinz mal hochleveln können, schon mal. Ich würde halt einfach gerne. Mensch. Ich würde halt einfach gerne sehen, wie das aussieht, wenn der Pferde hochlevelt. Das würde ich gern einfach mal machen wollen mit euch. Wiederbeleben kann ich ja kein Pferd, weil ich habe kein totes Pferd. Die leben alle noch. Oh. Miezis. Ich würde ja sagen, ich sperre sie aus, aber Momo kriegt die Tür halt auf. Momo hat letztens auch die Wohnungstür aufgemacht. Aber das Gute ist, er ist halt ein kleiner Schisser. Und er traut sich nicht weiter als bis zum Beginn der Treppe. Weiter traut er sich einfach Ah. nicht. Oh. Ah. Also ich könnte tatsächlich noch ein bisschen auf Diablo reiten, damit das voll wird. Auf Honey will ich jetzt erstmal nicht reiten, weil der kann halt nicht schnell.
Dann holen wir Diablo Oh. wieder ab. Der steht ja noch irgendwo vor der Gerudo-Wüste rum. Ich durfte mein Pferd ja nicht mitnehmen. Wozu gibt es denn eigentlich einen Stall in der Schloss? Verstehe ich immer noch nicht. Nein, ich will meine Ausstattung nicht ändern. Ja, ach Mann, Kumpel, das musst du mir nicht jedes Mal erklären. Wirklich nicht. Ja, das haben sie doof gemacht, ehrlich gesagt. Dass jedes Mal musst du so viel quatschen mit den Leuten, bis sie dich mal weiterlassen. So, Kadi. Einfach hier rechts rum, Leute. Den Schrein habe ich schon aktiviert da unten. Nee, wir hätten doch schon da vorne abbiegen müssen. Ach. Bleib mal kurz stehen. Alter. Bitte bleib nicht stehen. Los zurück. Ich bin manchmal mit der Minikarte ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, warum es ist manchmal so. Bin ich denn da letztes Mal hingekommen? Bin doch auch mit Diablo hingeritten. Ist doch gut. Ist cool, dass die Quelle von Marlon so ähnlich klingt wie ein Stall. Nun komm mal raus. Ich glaube, ja, ich kann alles verbessern. Dann machen wir erstmal Tempo. Im Ausdruck für dieses köstlich aussehende Mal werde ich das Tempo deines Pferdes erhöhen. Los geht's. Ich frage mich allerdings immer ein bisschen, warum die den so unheimlich machen mussten. So, direkt weiter. Hunger haben. Er, sie. Ich weiß halt immer noch nicht, ob Marlon er oder sie ist. Ganz zu schweigen davon, ob das überhaupt irgendeine Rolle spielt. Weiter geht's. Hier machst du die Ausdauer noch. Dann werde ich mir nur, glaube ich, noch ein paar Sachen kochen, die mich vor Miasma schützen. Weil ihr habt, glaube ich, gesehen, ich habe mir das Irrschloss nochmal markiert. Und
da würd, ich würde halt da einfach gerne versuchen reinzugehen. Dann hätte ich zum Beispiel von der Hebra-Region. Alles abgeschlossen. Ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich das falsche Schloss markiert habe. Ich glaube, bis da könnte ich auch noch mal hochmachen. Ne? Ja, Tempo. Oder Epona. Ich mach Epona noch mal hoch im Tempo. So, ein paar Pferde hochgestuft. Tschüss. War nett mit dir. Ja, ich habe mir das hier unten markiert. Warum? Hallo. So, genau, hier ist das Schloss, hier will ich rein. Da ist halt auch ein Miasma-Monster, das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich nicht drum rumkommen, mich mit einem Miasma... Boah. Mich mit einem Miasma-Monster zu prügeln. Ich werde es einfach versuchen. Weil ich überhaupt... Ja, okay, ich hätte vielleicht noch ein paar Lanzen holen müssen. Ich muss mich wahrscheinlich dann auf meinen Bogen verlassen. Wie viele Pfeile habe ich noch? 80, okay. Weil wenn ich da reingehe und den Schrein mache im Irrschloss, dann kann ich auch unten das Terminal aktivieren. Und dann kann ich das Schloss im Himmel machen. Dann hätte ich in der Hefa-Region tatsächlich schon alle Nebenaufgaben fertig. So. Nein. Okay, ich muss den Stick wirklich dringend tauschen. Das wird nur noch schlimmer. Was passiert denn, wenn ich nur die reinmache? Okay. So. Ich gehe gleich dazwischen, Leute. Jetzt reicht. Bringen sich da draußen rum. Allerdings musste ich sie gestern schon auseinandersperren, die beiden. Und das hatte irgendwie zur Folge, dass Momo einfach mal sich eingemacht hat. Also der hat einfach auf seine Katzendecke gepinkelt. Die ich ja daraufhin auch direkt noch gewaschen habe. Ja, behaltet den mal. Der hat genug draußen rumgestanden, würde ich sagen. Och, Leute, es reicht. Ja, da komme ich gerade her, du Depp. Danke. Ja, ja. Was hast denn du eigentlich so im Angebot, Terry? Ach, ich hole mir noch ein paar Pfeile.
Vor allen Dingen, er sagt, ich sollte langsam ins Bett gehen. Dabei dämmert es halt schon wieder. Okay. Genau, eins, zwei, drei. Und der vierte Schrein ist halt da im Irrschloss drin. Ich habe natürlich auch vorher sichergestellt, dass hier kein Überlebensschrein dabei ist. Ich glaube, ich versuche erstmal, mich hier zu dem hochballern zu lassen. Oder zu dem hier. Ja, Momo, hör auf, hier so Theater zu machen, bitte. Da wird er gleich meckern, dass ihm kalt ist. Das kann ja lustig werden. Ich muss da in diese Sternblickinsel rein. Selbst hier oben ist so kalt. Ja gut, Link. Moment. So. Also muss ich mich quasi hier so einfach hochklettern. Oh mein Gott, hier ist die Schwerkraft wieder so herabgesetzt. Mache ich denn das jetzt am besten? Ob ich mir einfach eine Rakete an meinen Schild und fliege dann noch? Ich weiß nur halt nicht, wie weit ich komme. Ist da was? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Rostkraut. Ich setz mir hier ein Teleport-Medaillon hin. So. Jetzt probiere ich einfach mal ein bisschen rum. Ja, weil das reicht nicht aus.
Frage für den Fall, dass ich abstürze. Dringend wieder Raketen. Würde ich vielleicht erst mal gucken, wo ich Raketen herkriege. Oder halt einen Heißluftballon. Also, dass ich mich mit der Plattform so ein bisschen nach oben. Oder habe ich vielleicht, kann ich mir hier irgendwie was bauen? Mehr bräuchte ich halt. Leider habe ich auch mehr als genug. Versuche ich doch einfach, mir so ein Boot zu basteln. So. Ich glaube halt nur nicht, dass der so starten kann. Was ist denn das jetzt wieder? So. Jetzt kommst du wieder her. Link hört auf, alleine zu laufen, bitte. Ach doch, okay. Funktioniert. Danach muss ich mal dringend zu einem Kapselspender.
Mina, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich soll den Lichtstrahl erstmal einfach nur so lange drehen, bis er den ersten Spiegel trifft. Genau. Jetzt soll ich eigentlich nur den Lichtstrahlen folgen. Die so lange umlenken. Bis es passt. Okay, das ist der Zentrale. Muss ich den da wahrscheinlich umlenken? Oh, da ist sogar ein Kapselspender. Das war zu doll. Och, jetzt komm. So feinfühlig bin ich nicht. So. Ist der bestimmt da auf den in der Mitte? Ja! Haha! Hier in der Nähe, es war ja auch so eine Sterneninsel. Die könnten wir eigentlich dann auch gleich noch einsammeln, hoffentlich. Ich lasse die mal kurz aktiviert. Weil irgendwie muss ich noch den da treffen. Da ist so ein Wille der Weisen wohl dahinter. Das kann ich auch noch mitnehmen. Tadam! Saurussägen. Sternlangstab. Da wäre ich fast geneigt, die wegzumachen, weil die stirbt mir eh gleich weg. Oder wo ich mach dich weg. Und dafür rüste ich dich jetzt einfach mal aus. Dann kann ich dich demnächst kaputt machen. Na, Mina? Was planst du schon wieder, wie du hier herumpanterst?
Mina ist eine schwarze Katze, deswegen tigert sie nicht, sie pattet. Dann mache ich ganz kurz die weg. Pack die dafür hier ran. Ich gehe erstmal darüber zum. Na, Kapselspender. Einige. Blitzwerfer. Okay. Muss ich das Licht halt noch mal dahin umlenken? Frage ist, welcher Lichtstrahl kommt dafür in Frage? Kann ich? Das immer für ein Geräusch macht mir ein bisschen. So genau, die gehen jetzt alle wieder da hoch. Probier es jetzt einfach nochmal. Ansonsten kann ich ja vielleicht auch schummeln und kann selber einen Spiegel oder so nehmen und den umleiten. Warum sind die jetzt schon wieder alle so komplett verschoben, frage ich mich.
Das macht keinen Sinn. Genau. Schieb das jetzt noch mal auf den da in der Mitte. Na? Aber die Sache ist ja, wenn ich den jetzt verschiebe, Ja, das muss. Bist du gerade im Kuschelmodus? Willst du kuscheln? Dann komm hier. Und natürlich daneben. Ich dachte, ich treffe. Aber wie soll das denn sonst gehen?
Das war halt der einzige Spiegel, den ich hatte. Wo war denn irgendwo? War doch ein Kapselspender, wo dann auch Spiegel drin waren. Mir war so, als wäre der hier irgendwo bei der Gerudo-Wüste gewesen. Also den hier Hüpfbahn geht es hier einfach nicht. Okay, funktioniert offenbar auch nicht. Lass dich versuch's mal. Funktioniert nicht. Es hätte ja sein können. Okay, es ist wieder Blutmond.